Hallo ihr Lieben, sehen könnt ihr ihn wahrscheinlich nicht, aber hören auf jeden Fall. Ein Vogel, der mich die letzte Zeit auf jeden Fall sehr stark begleitet, auch in meinen Videos. Wir haben ja auch zusammen rumgeforscht, welcher Vogel das ist. Ich habe es jetzt tatsächlich rausgefunden, welcher das ist. Wir haben uns alle bisher geehrt. Deswegen, das wird noch eine ganz spannende Sache, aber das, denke ich, werde ich im nächsten Gartenrundgang aufgreifen. Heute wird es um was ganz anderes gehen. Viele haben ja auch zu diesem Video gefunden, weil sie dem Titel folgen. Worum geht es heute? Um Jauchen. Und zwar bekannt ist meistens auch die Brennnesseljauche, wird jeder irgendwie schon mal gehört haben, der mit dem Garten zu tun hat. Aber ja, es gibt weitaus mehr als nur die Brennnesseljauche. Und ich habe da ein paar Gedanken zu, ein bisschen was zu erzählen, einige Infos, also jede Menge. Und ich werde euch zeigen, wie ich Brennnesseljauche ansetze. Das Schöne an Jauchen ist ja, dass das, was ihr dafür braucht, meistens im Garten wächst. Bei mir in Hülle und Fülle. Ich kann mich da definitiv nicht beschweren. Das hier wird mein Behälter sein, in dem ich das gleich alles ansetzen werde. Ist auch gar nicht so schlimm. Ich mache es auch ein bisschen anders, als ich euch das erkläre. Na, hört ihr den Vogel? Ach, das ist so, der wird auch immer zutraulicher. Das ist total süß. Vielleicht kommt er noch mal durchs Bild. Ja, so einmal kurz. Das Schöne ist ja bei Jauchen, die Pflanzen kommen aus dem eigenen Garten, bei den meisten vorhanden. Und hier hocke ich gerade vor dem Beinwell. Das ist eine Pflanze, womit man Jauchen ansetzen kann. Ich komme noch zu weiteren Jauchen dann im Laufe des Videos. Ich bin immer abgelenkt hier. Hier ist alles voll Bienen. Und ja, ich muss sagen, Beinwell steht mittlerweile sehr, sehr schön da. Den werde ich auch in Ruhe lassen. Der bleibt hier. Ich habe genug andere Stellen, wo auch noch Beinwell ist. Soll da sowieso weg. Da werde ich mich dann bedienen. Jetzt stehe ich hier wunderbar an den Brennnesseln. Eine wunderbare Pflanze, für die möchte ich mich an dieser Stelle auch mal ganz besonders stark machen. Hat sich auch ganz oft schon in meinen Kommentaren wiedergefunden unter meinen Videos. Ich wollte sie aus dem Beet raus haben. Dabei ist es so, hier könnt ihr sehen, ich habe ohne Ende Brennnesseln und kann mich definitiv nicht beklagen darüber. In dem einen oder anderen Beet macht das auf jeden Fall auch Sinn, sie drin zu lassen, denn es gibt einen seltenen Schmetterling, der auch nur über diese Pflanze sich dann vermehren kann. Und in dieser Hinsicht eine wunderbare Pflanze, eignet sich zum Mulchen, für Tee, zum Essen, wie auch immer. Also unglaublich viele Anwendungsbereiche. Eine wunderbare Pflanze möchte ich in meinem Garten nicht missen. Aber darum soll es jetzt nicht gehen. Ich möchte jetzt eine Jauche ansetzen. Das bekannteste für euch ist die Brennnesseljauche. Das ist der Behälter, in dem ich das Ganze machen möchte. Ich bin ja nicht so ein Fan von Plastik, aber in diesem Fall habe ich noch keine andere Lösung gefunden. Beim Bokashi bin ich ja schon auf Glas umgestiegen, aber bei der Geschichte gestaltet sich etwas schwierig. Also große Glasbehälter oder so habe ich nicht. Deswegen, das muss reichen. Das müssten, glaube ich, 30 Liter sein. Ihr dürft mich gerne korrigieren. Viele, die auf mein Video gefunden haben, erwarten jetzt irgendwelche Mengenangaben. Ein paar werde ich euch auch geben, aber nur als Anhalt. Ich möchte euch empfehlen, verlasst euch ein bisschen auf euer Gefühl, beziehungsweise das könnt ihr auch trainieren. Nehmt den Behälter, den ihr habt, das, was ihr zur Verfügung habt, setzt dort eure Jauche an und ihr könnt das mit der Zeit immer anpassen. Das ist gar kein Problem. Es ist nicht so, wenn ihr eine Jauche ansetzt, dass die jetzt definitiv schief geht, wenn ihr irgendwelche kleinen Parameter nicht befolgt. Brauchen wir jetzt für die Geschichte, um die Jauche anzulegen, generell natürlich Brennnesseln, Wasser, und ich werde das Ganze heute auch mit Beinwell machen, denn mit Beinwell kann man auch wunderbare Jauchen machen. Und warum das Ganze nicht gleich mixen? Ihr könnt das nur mit Brennnesseln machen, nur mit Beinwell. Verlasst euch da auf euer Bauchgefühl. Das ist alles gar nicht so kompliziert. Das steckt schon alles in euch drin, im Grunde genommen. Und das, was noch fehlt, ist effektive Mikroorganismen. Warum nehme ich die beiden? Die sind für euch nicht unbedingt nötig. Wenn ihr das nicht habt, ist kein Drama. Macht das ohne. Wenn ihr da rankommt, die Möglichkeit habt, besorgt euch das. Urgesteinsmehl, effektive Mikroorganismen. Das hilft euch, dass das Ganze nicht so stinkt. Brennnesseljauche, oder bei Beinwell habe ich es jetzt persönlich ja noch nicht ausprobiert, aber bei Brennnesseljauche entsteht natürlich ein gewisser Geruch. Deswegen das Ganze auch abgeschlossen, auch dass das gären kann. Und da könnt ihr dann der Geruchsbildung vorbeugen. Ja, was brauchen wir noch? Die Hauptzutat fehlt. Ich habe sie ja natürlich schon ein paar Mal erwähnt. Das ist die Brennnessel. Die werde ich jetzt direkt besorgen. Da haben wir jetzt Brennnessel. So, das sind die Brennnesseln. Hat sich vielleicht auch mal was anderes zwischen verirrt. Alles nicht so Drama. Tisch, sowas zum Beispiel, egal. So, damit ihr jetzt erstmal seht, wie ihr eure Brennnesseljauche ansetzen könnt. Ohne jetzt diese Special-Variante, die ich heute vorhabe. Einmal die Brennnesseln zuerst. Oh, ich muss ein bisschen aufpassen. Au! Na, pass auf, der muss jetzt nicht da drin sein.
So, ein bisschen Giersch hat sich auch verirrt. So, guck, ihr könnt das schon sehen, das füllt sich langsam. Es gibt da verschiedene Varianten. Jeder macht das ein bisschen anders. Ich habe da verschiedene Videos zugesehen in den letzten Jahren. Und ja, es geht alles so in die Richtung klein machen, beschweren. Ja, hier könnt ihr einmal sehen. Hier ist noch ein bisschen Luft. Das habe ich jetzt absichtlich gemacht, damit da jetzt noch Beinwell raufpasst. Das könntet ihr bis oben füllen, ganz easy. So, und für alle, die jetzt kein Beinwell benutzen, die können den Beinwell-Part ein bisschen ignorieren. Stellen sich vor, da sind jetzt bis oben die Brennnesseln hingekommen und ich baue gleich dann die Jauche weiter auf. Einmal Beinwell. Hier mache ich es ein bisschen kleiner, mache das nachher ein bisschen einfacher. So, zack, rein da. Ich habe auch geguckt, dass da keine Bienchen mehr sind. Wäre natürlich dann suboptimal. So, zack. Das gehört dann alles zu meiner Jauche. Jetzt habe ich das ein bisschen zu doll runtergestopft. Schon wieder fluffiger, dass auch überall schön Wasser rankommt. Gleich wird sowieso noch umgedreht. Ich merke gerade, das muss doch kleiner. Beinwell könnt ihr ordentlich klein machen, dass sich da drin nicht so versperrt. So, wunderbar. Zack. Dann brauche ich gleich noch einen Stock. Da braucht ihr auch irgendwas zum Umrühren. Nun kommt Wasser rein. Idealerweise macht ihr das mit Regenwasser. Mein Regenwasser ist jetzt komplett alle gerade, deswegen spielt das keine Rolle. Ich mache das jetzt mit dem Wasser. Habe ich es gleich soweit, dass es eine ordentliche Höhe hat. Da ist Leben in der Bude. Ah, ich mag das Wasserspiel. So, das sollte für mich jetzt genug Wasser sein. Als nächstes werde ich einmal umrühren, dass sich das ein bisschen vermischt. Erst stampft man ein bisschen und dann ruhig ein bisschen rühren. So, und im Moment geht es ein bisschen schwer, das wird sich dann mit der Zeit legen. Tag für Tag wird das für euch einfacher. Und ja, hier startet nun der Gärungsprozess. Ich habe ja vorhin schon angesprochen, man kann natürlich was zutun. Das habe ich hier neben mir natürlich noch stehen. Das ist einmal Urgesteinsmehl bei 30 Liter, habe ich gelesen, würden 500 Gramm ausreichend sein. Für die, die es interessiert, so viel packe ich jetzt rein. Ich gehe nach Gefühl, ich brauche da keinen Messbecher. Effektive Mikroorganismen, das wird jetzt übrigens gleich richtig ordentlich eingerührt, damit es nicht verklumpt. Und dann mache ich noch einen guten Schuss, effektive Mikroorganismen rein. Und der wird nochmal umgerührt. Stampfen, dann rühren. So, euch möchte ich empfehlen, dass ihr jetzt spätestens alle 2-3 Tage, besser täglich, dann einmal beigeht. Jetzt fülle ich das Ganze nochmal mit Wasser auf. So, nicht zu hoch, sonst hat man beim Umrühren nachher irgendwann den Kram auf den Füßen, auf den Schuhen, wie auch immer. Beim Umrühren aufpassen, Deckel drauf. Hätte das natürlich gleich alles an Ort und Stelle machen können. What's the problem mit der richtigen Technik? Das Ding ist ordentlich schwer, aber über diesen Weg gar kein Problem. So, hier habe ich es immer stehen. Die Brennnesseln kann ich noch mal ein bisschen wegmachen. Die werden mir sonst zu groß. Im Grunde genommen könnte ich die auch noch reinstopfen. Ja. Das brauche ich dann zum regelmäßigen Umrühren und da ist meine Schöpferkelle dann für die Geschichte. So einfach ist das Geschichtchen. Jauche ansetzen ist nicht schwer. Ein bisschen Pflicht ist dabei, alle paar Tage spätestens umrühren. Ich habe es jetzt ja gemixt mit Beinwell gemacht, Brennnessel, Beinwell, Urgesteinsmehl und effektive Mikroorganismen helfen euch dann bei dem unangenehmen Geruch. Und ich möchte noch für ein paar Sachen mehr Werbung machen, denn unter dem Titel stand ja auch Jauchen und deswegen, es gibt nicht nur die Brennnessel- und Beinwelljauche, man kann noch verschiedene Jauchen ansetzen, um
Also nicht nur Pflanzen zu stärken, also hier, Brennnesseln bringen ohne Ende Stickstoff, sondern nicht nur zu stärken, sondern bei den Krankheiten zu helfen. Ich schwöre auf diese Jauchen, ich mache seit Anfang an nicht anders. Und ich war nicht im Baumarkt, habe mir irgendwas gekauft. Ich habe hier auch nichts von anderen gekriegt. Ich habe nun zusätzlich noch mit Pferdemist gearbeitet oder mit den Schafskütteln, die ich vom Deich gesammelt habe. Das sind natürlich auch noch so Sachen, um eurem Beet ein bisschen was zu bringen, aber das ist dann eher Vorarbeit. Bei Yahoo geht es darum, dass ihr alle 4 Wochen, das ist so der Rhythmus, den ihr nehmen könnt. Es gibt natürlich von den Pflanzen ja ab und zu mal Unterschiede, aber 4 Wochen ist so eine Kernregel. Da kann man ruhig mal durch den Garten gehen und ordentlich düngen, gerade so Tomatenpflanzen. Ja, obwohl Tomatenpflanzen waren noch Mittelzehrer. Egal, Mittel- und Starkzehrer, die freuen sich auf jeden Fall riesig über Nährstoffe, über Stärkung, über Hilfe bei Krankheiten. Ja. Jauche könnt ihr auch ansetzen, Tomatenjauche soll helfen, also nicht die Tomaten, sondern ne, die Blätter und so weiter, soll helfen gegen den Kohlweißling, wenn ihr da eine Jauche ansetzt. Dann ein super Beispiel habe ich gerade vor ein paar Tagen bei Stefans Hobbygarten gesehen, der hat eine Jauche angesetzt, beziehungsweise eher eine Brühe, kann man Jauche sagen. Jauche ist ein bisschen verkehrt, glaube ich, an der Stelle. Falls ihr das da draußen wisst, dürft ihr das gerne mal drunter schreiben. Es geht darum, ihr habt Wasser, in das Wasser kommt rein, vom Rhabarber die Blätter auch schön klein gemacht, ein bisschen zerrissen. Und dann lässt man das 24 Stunden stehen und dann hilft das bei, was war das noch, Krautfäule, Braunfäule bei Tomaten und Kartoffeln. Wunderbare Sache. Also das sind alles so Sachen. Ihr habt die Sachen im Garten, ihr müsst nicht im Baumarkt gehen, ihr könnt jede Menge Geld sparen, es ist ein natürlicher Dünger, ihr wisst, dass ihr was Gutes, Ökologisches, Nachhaltiges tut. Klar, es gibt Studien, die zeigen, dass im Brennnessel ja auch und so weiter nicht so viel drin ist. Und die Dünger, die man sonst so kaufen kann, natürlich richtig Power haben. Da gibt es auch diesen massiven Unterschied. Ich denke aber, was brauchen die Pflanzen denn wirklich? Brauchen sie diese Overdose an? Oder ist es vielleicht schöner, das Ganze natürlich anzugehen und dann in so einer Harmonie und im Einklang mit dem Ganzen zu sein? Ich brauche mich nicht beschweren, ich brauche keinen anderen Dünger. Bei der Jauche ist das auch so, ihr müsst euch da keine Sorgen machen, dass ihr das jetzt überdüngt oder so. Also das kann ordentlich was ab. Ihr könnt da eine ordentliche Pfütze reinsetzen. Das ist nicht wie bei anderen Düngern, da könnt ihr ruhig großzügig sein. So, ich hoffe, ich konnte euch für das Thema Jauchen ein bisschen begeistern. Das zeigt auch den vielfältigen Nutzen von gewissen Pflanzen, die man eigentlich nicht so gerne im Garten hat. Deswegen, ich würde da das nicht so verteufeln. Es gibt natürlich, jeden ärgert irgendeine Pflanze. Also die Brennnessel, die ärgert mich trotz dessen. Also ich habe das Gefühl, ich bin super sensibel bei Brennnesseln. Denn wenn das, hier habe ich immer noch, das ist 3 Tage her, Ausschlag. Ja, ich glaube, das ist was anderes. Aber hier war alles voll. Und ich habe mir da richtig was, also ich habe das Gefühl, das sind Urzeitbrennnesseln. Dann möchte ich noch zu einem Punkt kommen, der letztes Mal wunderbar geklappt hat. Bei den Mischkulturen habe ich angesprochen, aufgefordert, motiviert. Unter dem ersten Kommentar, ich habe da hier geschrieben, hier Mischkulturen und so weiter, da könnt ihr eure Erfahrungen reinbringen, wenn ihr Erfahrungen habt und mir vielleicht widersprechen wollt. Ich habe auch mal was gelesen mit Beifuß. Ich habe es leider nicht wiedergefunden. Mit Beifuß und Brennnessel oder Beifuß und Beinwälder, da gab es auch irgendwelche tollen Sachen. Kann auch sein, dass das statt Mikroorganismen hilft gegen den Geruch oder irgendwas war da. Das ist nur ganz dunkel im Hinterstübchen. Ich habe es nicht wiedergefunden. Das war eine mega geile Info. Ich wüsste auch nicht, nach welchen Schlüsselbegriffen ich da irgendwie suchen soll. Ich stelle mich da bei Google eher gamer doof an. Also wenn ihr irgendwelche Infos habt, persönliche und eigene Erfahrungen, unten im ersten Kommentar kann das kompakt gesammelt werden. Ihr könnt euch gegenseitig weiterhelfen. Das hat letztes Mal bei den Mischkulturen wunderbar geklappt. Super, super Tipps. Nächstes Mal wird euch wahrscheinlich ein Gartenrundgang erwarten. Den hätte ich heute gerne gedreht, weil das Geschichtchen war ein bisschen aufwendiger im Garten. Aber umso mehr freue ich mich dann für nächste Woche Freitag, denke ich, euch einen schönen Gartenrundgang zusammenbasteln zu können. Ja, wenn mein Garten jetzt noch nicht kennt, wer vielleicht frisch auf meinem Kanal ist, ich werde jetzt gleich mal auf der Seite nochmal 2 Videos verlinken. Einmal meine ganze Doku-Serie und natürlich das letzte Video. Da könnt ihr ein bisschen stöbern und gucken kommen. Da laufe ich auf jeden Fall ein bisschen durch meine Beete, durch meinen Garten. Ansonsten gibt es einen Gartenrundgang auch Anfang des Monats schon. Oder ihr wartet halt bis nächste Woche Freitag. Dann sage ich vielen Dank fürs Zusehen. Schön, dass ihr bis hierhin gekommen seid. Und ich würde mich super freuen, wenn ich euch nächstes Mal wieder begrüßen darf. Denkt, nächste Woche Freitag ist es wie gesagt soweit. Und ja, sage tschüss, euer Lars. Ich bin weg, raus.